Hearthstone, Heroes of Warcraft. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Hearthstone-Kartenchaos-Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Rotmeck und wir haben diese Woche Schlacht der Verbannten. Wählt 4 Karten aus. Euer Gegner kann eine davon verbannen. Mit den restlichen 3 Karten füllen wir ein Deck für euch. So schaut's aus. Wir haben bereits 3 Videos gemacht in dieser Woche. Oder ich habe die gemacht und die habe zugeschaut. Ja, so sieht's aus. 3 Videos sind diese Woche rausgekommen. Einmal mit dem Jäger, einmal mit dem Dämonenjäger und einmal mit dem Hexenmeister. Und bei den jeweils 3 Partien haben wir immer mindestens 2 gewonnen. Ob das heute auch der Fall sein wird, wir werden sehen. Wir werden auf jeden Fall 3 Spiele spielen mit diesem Paladin-Deck. Und das hat da drin folgende Karten. Buchband der Weisheit. Wir haben Gehilfin der Aldor. Wir haben Wahrheitssucher der Aldor drin. Und Buchband der Hoffnung. So schaut's aus. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Am Ende gibt's auch wieder eine Kartenpackung, die wir uns gemeinsam öffnen werden. Aber erst einmal wollen wir dieses Deck in Aktion sehen. Schreibt mir mal in die Kommentare rein, welche der 4 Karten denn ihr verbannen würdet, wenn dieses Deck als euer Gegnerdeck dastehen würde. Welche Karte würdet ihr verbannen? Ist die große Frage. Ich würde mal sagen, Gehilfin der Aldor ist so die Karte, die ich am ehesten noch verbannen würde, wahrscheinlich. Aber wir schauen mal, was AD verbannt und was ihr verbannen würdet. Das würde mich auch sehr interessieren. So. Also erstmal, die dicken großen Diener hier hau ich raus, die brauche ich alle nicht. Oder Karten, ja, zwei waren ja Zauber. Buchband der Weisheit und ja, Gehilfen der Aldor fällt da, aber ist egal. So, Adi, was haust du mir raus? Ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt. Alle Karten wären es wert, verbannt zu werden. Kann man so sagen. Ist mal was anderes so, ne? Die meisten spielen irgendwie mit Mechs oder so. Buchband der Weisheit kommt raus. Okay. Ich krieg also hier neue Gehilfinnen und ja, dieses Deck kennen wir. Das ist das Hexenmeister-Deck, das ich so in der ähnlichen Form gespielt habe. Ich habe nicht die Araxos Faust drin gehabt, aber hier müsste dann noch, Moment, jetzt mal überlegen. Seelenschmiede. Seelenfeuer, Iraxus Faust und Tafelsilbergolem müsste das sein, ja. Ja, machen wir so. Seelenschmiede raus. Natürlich Seelenschmiede raus, ja. Beste Karte. So, Seelenfeuer einmal. Und dann kommt Iraxus Faust einmal. Haut mir gut Schaden rein. Das Schöne ist, ich kann mich dann selber heilen. Später. Einmal. Früher oder später. So. Gehilfin der Aldor. Macht, dass das Ganze noch ein bisschen früher sein kann mit der Heilung. Ja, Buchband der Hoffnung jetzt nur noch 8 Mana. Das Schöne ist, wir machen damit 8 Leben, die wir wiederherstellen. Und ich kriege einen 8-8er-Wächter mit Spott und Gottesschild. Und da wird er dann einsehen. Da hat er keine Chance mehr. Wir machen jetzt auch ein bisschen Schaden hier. Und da kostet Buchband der Hoffnung nur noch 7 Mana. Ja, da wird mal schön an der Mana-Kosten geschraubt. Und der Gegner scheint hier keine Seelenfeuer mehr zu haben. Und muss sich hier mit Adalas zu helfen wissen. Wir machen weiter mit Gehilfin der Aldor. Gehen mit 4 Schaden ins Gesicht. Und jetzt hat er schon ein bisschen Probleme hier. Wir haben in der nächsten Runde 4 Mana. Reicht noch nicht für den Wahrheitssucher. Was kommt? Ein Iraxus Faust haut mir hier einen Diener weg. Und dann kommt auch noch ein Tafel Silbergolem raus. Okay. Kann man natürlich spielen. Ich spiele hier einen Rekruten der silbernen Hand. Dann gehen wir mit 4 Schaden ins Gesicht. Und wir geben das Ganze dem Gegner ab. 5 Mana im nächsten Zug. Das heißt, ich kann hier einen Wahrheitssucher spielen. Der hat dann 4-6 und Spott. Das heißt, die Golems kommen da nicht mehr durch. Das schaut nicht so aus, als hätte er hier die Wunschkarten in der Hand gehabt bisher. Den hauen wir mal weg mit dem silbernen Rekruten. Dann da 2 Schaden ins Gesicht und gut ist. So. Jetzt müsste hier brutal viel kommen von ihm. Er macht nochmal Adalas. Da scheint wirklich nicht alles nach Plan zu laufen. Tatsächlich nicht. So. Ich überlege mir gerade, ob ich denn sogar noch einen weiteren davon spielen kann. Nein, das macht keinen Sinn, aber ich kann eine Gehilfin spielen.
So, jetzt kosten die nur noch 3 Mana. Jetzt machen wir das so. Hier wird man geheilt. Ich kriege einen 8-8er mit Spott und Gottesschild. Und dann gehen wir hier mit 4 ins Gesicht. Oh, der Sieg ist der unsere. Ja, aber easy. Aber easy. Iraxus Faust. Ja gut. Jetzt kannst du dir noch einen Golem draufhauen. Dankeschön. Ja, hallo. Gut. Ich wollte eigentlich auch gut gespielt sagen, aber der kann da nichts anderes als Hallo sagen, der gute Nervotron. Gut. Das ist Spiel Nummer 1 und Sieg Nummer 1. Das sieht ja schon mal gut aus, dass wir hier auch wieder mit mindestens 2 Siegen rausgehen dürfen. Wir machen direkt weiter mit der nächsten Partie, Freunde. Ja, die Decks funktionieren alle wunderbar, die ich hier zusammengebastelt habe für euch. Ich muss sagen, ich bin selber ein bisschen stolz auf mich, ja. Das sind nicht irgendwelche Standard-Decks. Die meisten spielen ja irgendwie mit hier, ne, haben wir schon 1000 Mal gesehen, mit dem Jäger und Mechs zum Beispiel oder mit dem Robo-Hopser beim Schurken. Und ich habe mir gesagt, ich will nicht diese Standard-Decks reinnehmen. Ich will da was Besonderes machen. So, weil diese Robo-Hopser-Decks, meine Güte, die sind einfach langweilig. Ganz ehrlich, die sind langweilig. Hört auf, Robo-Hopser zu spielen. Sagt der Rotmec, der einfach nur von Robo-Hopsern gesprochen hat, als der neu rauskam. So, ja, hier haben wir wieder so ein typisches Mech-Deck. Kurz überlegen, was ich denn hier machen will. Wir haben Mech-Whopper, wir haben Mechatronika, Metallzahnspringer und eine geheimnisvolle Karte. Weißt du was? Wir hauen den weg. So. Ich meine, schlussendlich ist es mir egal. Ich kann mich ja selber hochheilen. Ich habe Spotter dabei. Ich muss nur überleben am Anfang. Ja, heißt, er darf nicht zu viel Schaden machen. Mit den Mech-Warpern hat er natürlich die Möglichkeit, hier relativ schnell mal das Board zu füllen. Das Gute ist, meine Gehilfin, der Aldor, könnte dem entgegenwirken, wird aber jetzt verbannt von ihm. Okay. Da muss ich halt hier mit den Verstärkungen schauen, dass ich da irgendwas hinkriege. Da kommt bestimmt ein Mechatron jetzt raus. Na? Nailka? Wie sieht's aus? Diese verdammten Mechs, ne? Ich hasse Mechs. Wenn ich sie nicht selber spiele. So sieht's aus. Nailka, nicht schlafen, spielen! Tu was fürs Geld! Ich hab Hunger. Ich krieg langsam richtig Hunger. Und wenn ich Hunger habe, dann kommt die Sache nicht gut hier. Ja. Da bin ich schlimmer als jede Frau, die Hunger hat. Ah, da bin ich zur Diva. Schnapp dir einen Snickers. Habe ich nicht. Ja, siehst du schon die ersten Probleme, die da kommen. Ah, wir holen hier mal eine Verstärkung. Ja gut, der Gehilfe der Aldor ist natürlich... Der war Gold wert, ne? Habe ich jetzt nicht. Ist blöd. Ist blöd. Mechwarper. Zum ersten. Da kommt gleich der zweite, kann hinterherkommen. Und dann der Rest ist dann für lau. Ja, bis Runde 5 kann ich da nicht viel machen. Muss ich abwarten. Das ist brutal. Ich glaube, wir werden diese Runde verlieren. Irgendwie habe ich so ein Gefühl. Ne? Was haben wir denn hier? Ein Gorilla-Bot A3. Entdeckt ja noch weitere Mechs, ne? Das ist eine gute Nummer. Ist eine gute Nummer. So. Ich hau hier diesen raus. Und dann lassen wir es halt. Ich muss nur überleben. Aber ich glaube, wir werden hier aufs Maul kriegen. Ganz ehrlich. Das wird so nicht funktionieren, habe ich das Gefühl. Ein Psychotron. Kann man mal machen. Kann man absolut mal machen. Noch ein Mech-Warper. Ja, gut. Also. Wir machen da einen 2-2er draus. Und dann im nächsten Zug habe ich dann zumindest mal einen 4-6er mit Spott. Und meine Buchbände kosten 2 weniger. Heißt, der kostet nur noch 7. Auch gut. Nehmen wir natürlich auch. Ja. Hab ich mir schon was gedacht, ja. Und jetzt gibt's hier aufs Maul.
Ich müsste mich einfach heilen können und den 8-8 damit Spott raussetzen und dann kommt die Geschichte gut, aber das sieht nicht gut aus. Das sieht so aus, als würde ich in der nächsten Runde verlieren. Schade. Schade. 1-2 Runden länger und das Ganze hätte funktionieren können. Na gut, wir machen es mal weiter jetzt so, ne? Ich habe ja die Buchbänder, die jetzt gratis sind. Ich weiß es nicht. In der nächsten Runde kann ich immer noch keinen Buchband der, der Hoffnung spielen. Das geht leider nicht. Ich muss noch mal einen von denen spielen. Aber bis dahin bin ich tot. Ja, der bringt mich tot, also ist ja keine Frage. Da muss ich gar nicht lange überlegen, was er denn spielen will. Die Geschichte ist eigentlich klar. So. Und 7 Schaden hast du jetzt locker. Du hast noch den zuverlässigen Schuss. Was ist denn das Problem? Spielen sollst du nicht lange überlegen, Alter. Das frage ich mich manchmal, weißt du? Merkt er vielleicht erst jetzt, dass es ihm reicht? Oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es mir ins Gesicht. Muss ich halt auch so annehmen. So, 1-1. Heißt, es gibt eine dritte und spannende letzte Partie. Und die will ich jetzt aber tatsächlich als Sieger verlassen, weil dieses Deck gefällt mir eigentlich ganz gut. Das Problem ist tatsächlich, wenn die Gehilfin, der Aldor, rausgenommen wird, dann wird die Sache eng. Dann wird die Sache richtig eng. Also schauen wir, was wir denn da tun können. So, ich glaube, irgendwann mal kommt das Geräusch hier. Von dem Video, das gerendert wurde. Oder kam das schon? Habe ich nicht gehört. Wir machen weiter. Illidan! Illidan, mein Lieber! Okay. Hallo, hallo! So, dieses Buchband kommt erstmal raus. Die anderen bleiben alle drin. Na, kommt's wieder. Ja, ist auch schön. Immer schön raus und da, ich komme wieder. Ja, mach doch. Mach doch. Mach doch. So. Mal schauen, Illidan. Er wird mir eine Karte verbannen. Die Frage ist, welche wird es sein? Buchband der Weisheit oder Gehilfin der Aldor? Das ist die Frage, weil eine der beiden wird es wahrscheinlich sein. Wir müssen handeln. Dämonen. Dämonen. Dämonen oder Dämonen? Das ist die Frage jetzt hier. Frankisch. Haut mir Buchband der Weisheit raus. Okay. Da würde ich behaupten, wir haben gewonnen. Würde ich behaupten. Ist aber wahrscheinlich nicht so. Doppelschnitt ist ganz übel. Diese Karte ist so übel. Ich hasse sie. Ja. Und wie ich sie hasse. Lebensentzug. Das ist auch ganz, ganz böse. Eine geheimnisvolle Karte. Was ist denn da wohl drin? Was ist denn da wohl drin? Ich nehme Doppelschnitt raus. Wieder kein Risiko eingehen. 2-1 Risiko. Dark Rain Duck. So, ein Vogel kommt zuvor. Geflogen. Ja. Wer es kennt? Gut. Ja. So. Wir haben hier die erste Aldor-Dame, die wir hier mal ausspielen. Und damit machen wir Buchband der Hoffnung mal um einen Mana kostengünstiger. So, was kommt denn hier? Meine Liebe. Dämonin. Keine Ahnung. Spiel mal. Kampfscheusal. Okay. Noch ein Kampfscheusal. Okay. Ja, ein Schnitter gibt's jetzt hier nicht. Blöd, ne? Ist blöd. Wir hauen hier nochmal so einen weg. Dann hauen wir da einen weg. Davon. Hätte mal lieber nur einen rausgespielt. Dafür dann die Klaue direkt. Aber muss man selber wissen. Kriegsklingen der Aldrachi. Wird weggehauen. Okay. Dann haben wir hier 2-2-2er. Kann man ja mal machen. Sehr gut. Nochmal so eine Gehilfin. Das war wichtig. Jetzt tauche ich hier einen davon weg. Und jetzt hast du schon ein kleines Problemchen, mein Lieber. Kann beides weghauen, aber muss dann tatsächlich auch die Klaue nutzen. Satyraufseher. Der Schweinehund, ne? Kommt hier mit einem Satyraufseher. Das ist ja mal feige. Das ist ein Schweinehund.
Dann lässt er mir hier noch die Wahl, wenn ich da weghauen will. Das ist auch schön. So, machen wir hier einen kleinen. Der Satyr muss weg, das ist klar. Und dann gucken wir mal. Ja, im nächsten Zug habe ich dann 5 Mana, dann kann ich den Wahrheitssucher mal ausspielen. Das Schöne am Wahrheitssucher ist natürlich, jetzt kommt noch ein Satyr, oder? Ne, ein Kampfscheusal, okay. Das Schöne ist natürlich da, der hat Spott. 4-6 und Spott. Das kann wichtig werden. Und die Buchbänder der Hoffnung werden nochmal kostengünstiger. Gut, so. Kostet nur noch 4 Mana. Sehr schön. Ich sehe nur Schwäche. Wieder ein Satyr-Aufseher. Wieder ein Satyr. Jetzt wird aber das Board gefüllt hier. Geflutet von kleinen Dienern. Aber ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Weil das sind 2 Zweier, die da rauskommen. Also das ist dann kein Problem für mein Buchband. Ist jetzt die Frage. Ich muss ein Buchband spielen, glaube ich, ne? Macht mehr Sinn. Dann habe ich hier einen 8-8er mit Gottesschild und Spott draußen. So. Das macht mehr Sinn, definitiv. Im nächsten Zug habe ich dann 7 Mana. Das heißt, ich würde einen Wahrheitssucher spielen. Dann kosten die Buchbänder nur noch 2 Mana. Das heißt, ich kann die beiden spielen. Habe ich dann 2 Spotter draußen. Was ja auch nicht schlecht wäre. So, wie viel willst du da opfern jetzt? Das ist die Frage. Er geht sogar drauf da. Okay. Er muss aber weitere Diener opfern. Und zwar 2 an der Zahl noch. Ein Satyr geht. Okay. Ein dicker Satyr. Aber das, glaube ich, ist... dieses Spiel geht an uns. Ich gehe mal da schwer davon aus, dass wir dieses Spiel gewinnen werden jetzt. Weil die Spotter werden uns jetzt den Arsch retten hier. So sieht's aus. Also. Wahrheitssucher der Aldor. Rausgespielt. Heißt, die kosten hier noch 2. Ich heile mich hier mal hoch. So. Dann gehe ich mit dem mal ins Gesicht, weil... Was will ich denn sonst mit dem? Kann ich nicht viel machen, ne? So. Aber das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Er hat nur eine Karte. Jetzt ist wieder, ne? Keine Karte in der Hand. Eine Dämonenklaue. Was willst du tun? Wenn der wüsste, dass ich noch in der Hand habe, ne? Wenn der wüsste, Freundchen. Bringt dir alles nichts mehr hier. Da ist einer weg. Und ich bin wieder allein. Da ist der Satyr auch weg. Und diese Satyr ist auch weg. Und damit rein ins Gesicht? Ja, mach ruhig. Popelnase, mach ruhig. Oh, wir spielen das Ganze noch einmal durch hier. So, dann können wir hier sogar noch einen Gehilfen spielen. Hier spielen wir einen 8-8er raus und nochmal einen 8-8er. Ja, jetzt sollte der Fall klar sein. Der Gegner sollte jetzt wissen, es ist vorbei. Es ist aus und der Rotmack muss hier zum Sieger erkoren werden. Fürs Erste. Danke. Danke, danke. So schaut's aus, Freunde. Das war jetzt Spiel Nummer 3 und damit der 2. Sieg. Und ja, das macht Spaß. Das ist ein cooles Deck. Das finde ich geil. Gut, und wir werden uns jetzt noch eine Kartenpackung öffnen nach diesen 3 hervorragenden Matches. Und zwar haben wir hier noch eine Kartenpackung aus Ruinen der Scherbenwelt. Und für die ganzen Mühe, die 4 Videos, die ich jetzt gemacht habe in dieser Woche, könnten wir doch mal eine legendäre Karte ziehen. Wie wär's? Nein? Wirklich nicht? Ah, ja, eine seltene. Ja. Mehr will es nicht geben. Wildes Wachstum, Rostmühlenräuber, Teufelsflossen-Navigator, Sternenseherin. Und zum Schluss gibt es hier noch eine Prügelmeisterin. Nett, aber nicht nett genug.
Naja, alles Staub. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Danke, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten gerne einen Kommentar lassen, was habt ihr für ein Deck gebaut? Was habt ihr von diesem Kartenchaos gehalten? Und geht's euch gut? Das sind die drei Fragen, die ich an euch habe. Ansonsten unbedingt den Kanal abonnieren und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Rotmac. Ciao!